Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir waren ja schon recht weit gekommen, ne, mit der aktuellen Story-Mission. Das war die große Mission in der Höhenprärie. Und dann machen wir jetzt mal weiter. Wie ich so gehört habe, soll es jetzt auch eine lange Mission werden. Das heißt, wir machen nicht lang rum und gehen da sofort rein. Entschuldige, ich will dich nicht beim Feiern stören, aber ich muss mit dir reden. Ist alles in Ordnung? Ja. Es wollte ja um 7:30 da sein. Ich daraus wurde 10 Uhr. Gut, schon unterwegs. Geil. Wir gucken ja einfach mal. Ach, da. Hallöle. Sieh dich an, wie erwachsen du wirkst. Dieses Verschwommene durch den Nebel, das ist so geil. Sieht so plastisch aus. Verändert. Ich bin sehr stolz auf uns. Uns? Schaut. Von den Sarentu. Aus einer Kiste. Voll mit Dingen, die Harding von uns gestohlen hat. Wir haben es zurück. Nur das zählt. Wir? Es gibt kein Wir. Doch wir wollen dasselbe. Und du entscheidest darüber. Oh, jetzt gibt's Streit. Was wir brauchen. Ich wollte immer nur das Beste für euch. Euch beschützen. Wir brauchten keinen Schutz in unserem Clan. Wo bist du gewesen, als ich eine Waffe halten musste? Und no, Harding bitch. Mir die Finger dabei brach. Oder als Mercer Daylan schlug, weil er ins Bett machte. Die Heilung dauerte Wochen. Er hasste vom Bett so oder etwas. Von ihm? Und als sie Ahari wegbrachten, sie war einfach fort. Ahari. Du hast nichts getan, um Mercer aufzuhalten. Was er uns antat, ist deine Schuld. Nicht jetzt. Rhea? Oh, wiederhole. Oh. Alarm. Hoppla. Dominik, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe heute Morgen auf der Fahrt zur Arbeit, habe ich gedacht, was treibt der eigentlich? Der hat sich schon lange nicht mehr gemeldet. Alles in Ordnung bei dir? Der muss hinter Gitter. Alles gut. Selber, ja, kann ich klagen. Kann ich klagen. Geht ganz gut im Moment, muss ich gestehen. Ist auch nicht viel los auf der Arbeit. Kann man sich ein bisschen hier drauf konzentrieren. Oh, bin ich wirklich im Knast. Kamera. Wie bin ich hierher gekommen? Oh. Hey. Geht das? Nee. Hast schon Arbeitsstelle Billy gefunden? Bist du das? Hab jetzt auch endlich eine Stelle gefunden. Naja, das ist ja. Wo fängst du an, Marvin? Okay, ich hol dich hier raus. Die Zellentür sollte sich gleich öffnen. BSF, ja, perfekt. Perfekt. Wenn du da mal drin bist, dann musst du auch bleiben. Ne, weil, oder beziehungsweise bist du über die SE drin, über die Zeitarbeitsfirma oder direkt richtig angestellt? Oh. Oh. Habe ich meine Waffen? Ne, ich kann nicht mehr ins Menü. Am 1.10. geht's los. Geil. Sehr geil. Dann als Transportmanager oder welche Position? Ja, ne, ist alles weg. Eine Schleichmission. Diesem Gerät kann mir nichts was anhaben.
Oh, Supply Chain Management. Sehr geil. Hatte ich auch mal überlegt, mich da drauf zu bewerben. Also ich bin im Portal, bin ich noch angemeldet. Schon 10 Jahre oder so. Müssen wir erstmal gucken, wo wir hier rauskommen. Hier. Okay. Da steht er. Ey, sei mal ein bisschen freundlicher zu mir. Lass mal gucken. Ist hier noch was versteckt? Ah, ne. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sehr geil. Sehr geil. Freut mich für dich. Logistik doch cooler als gedacht. Ja. Da gibt es ja so viele verschiedene Positionen, ne? Und da ist eigentlich immer irgendwas dabei. Definitiv. Man muss halt nur mal ein bisschen rumprobieren. Ne? Überall mal einsteigen, mal gucken. Und dann findet man schon das Richtige. Und Supply Chain Management kann ich mir sogar vorstellen bei dir. Geh weg. So. Die sind nicht in diesem Raum. Das ist schon mal gut. Oh. Kurze Frage noch vorher. Wie hast du Mercer und Harding überzeugt, dass du auf ihrer Seite bist? Bevor du was sagst, es musste sein. Es ging um Leben oder Tod. Außerdem habe ich dich da rausgeholt. Da war Ende Werbung. Ich. Also, wenn ein Subteil ist, ne, es ist September. 25% Vergünstigung. Vertrau mir. Ich hau rein. Kann du kannst es aber auch gerne allein versuchen. Ich weiß nicht, deine Superkräfte nutzen nur das allein mit einem Hangar voller RDA aufnehmen. Bleibt mir wohl keine Wahl. Jetzt habe ich so viel erzählt, du hast also, alles verpasst. Wie kommen wir raus? Warst du da noch da? Der Azubi mit der schwarzen Haare? Der hat aufgegeben, der ist gegangen. Aber wir haben schon einen neuen Azubi. Der kriegt das auch gut hin. Ja, ansonsten läuft alles fantastisch. Wird sehr schwer. Okay. Achso, der ist gar nicht hier. Wieso bin ich nicht zu Hause geblieben? Okay, mal eben die Laufwege checken. Ich hoffe, mich sieht keiner. Okay. Du musst einen Rhythmus finden, um nicht entdeckt zu werden. Ja, genau. Solange ich bezahlt werde, weißt du was? Nachdem ich dir jetzt die ganze Zeit zuhören musste, bin ich zum Sterben bereit. Frage ist dann natürlich immer, wo muss ich hin? Muss ich da hinten wieder hoch? Ah, ne, da. Da ist ein Schacht. Okay, gut. Dann habe ich, glaube ich, eine Idee. Ja, das passt doch jetzt. Genau jetzt. Oh. Erde, Pandora. Okay. Ja, zwei Hebel, das habe ich bemerkt. Einer müsste hier oben sein, ne? Da.
wünschte, ich könnte diese verdammte Maske abnehmen. Du kannst dich unter dem Fahrzeug verstecken. Ach, das geht. Cool. So. Mach einfach deinen Job. Lass dich bitte ein. Was auch immer. Das ist... Da ist der Hebel. Schnell, 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 schnell. Du hast es geschafft. Das System sagt Kühleinheit offline. Ich unterdrücke die Warnung. Nur noch eine übrig. Da unten. Da unten drin. Okay. Okay, der läuft da rein. Auf diesem Mond gibt es Käfer, die größer sind als ich. Mit dazu passen. Das heißt, ich muss quasi in dem Moment genau und dann rein. Okay. Boah, da steht jemand. Okay, warte mal. Von einer Hölle in die nächste. Komme ich hier direkt in den Raum? Das sieht gut aus. Du hörst einfach gern deine eigene Stimme, oder? Da ist er. So nah und doch so fern. Okay, jetzt muss ich hier mal die Lage checken. Der Widerstand ist erbärmlich. Ist das er, wo drin ist? Ah ja, okay. Man sieht mich hier nicht. Zack. Schnell, schnell, schnell. Und wieder weg. Das wär's. Zweite erledigt. Tudum. Funktioniert. Okay, super. Es wäre viel einfacher mit meiner Ausrüstung. Bin dran. Zweifle nie an mir. Folge den Schildern. Finde einen Weg hinaus. Ich hab die Tür entriegelt. Das Licht sollte blinken. Welche Tür? Welches Licht? Kann ja eigentlich nur in der Richtung sein. Okay, warte mal. Ich gehe mal hier lang. Den Dschungelratten kommen wir mit Vernunft nicht bei. Ha, mehr Medaillen für uns. Sicher. Die neuen Rekruten sind nutzlos. Hoffnungsträger der Menschheit. Die Tür. Okay. Muss ich da hoch? Erde, Pandora, erzähl Bescheid, wenn ich Schwerkraft des anderen. Oh, wow, wow. Okay, los geht's. Alter, geh hoch! Jetzt. So. Diese blauen Stürzen hier draußen, Herr Ort. In meinem Sorge, hätte das im Hals. Hatten wir, aber sie sind abgehauen. Ich bin keine erbärmlichen Aufwände. Ein Loot, okay. Na, wenigstens ein paar Ersatzteile. So, mach Tür auf, Digga. Verschlossen. Bin dran. Sekunde.
Billy? Bin ich hier richtig? Ich sehe dich. Ich dachte, ich könnte den Ventilator abschalten. Perfekt, um sich rauszuschleichen. Du wirst ihn direkt hacken müssen. Das Gute ist, ich habe deine Ausrüstung gefunden. Gute Nachrichten. Wo? Ich guck gerade. Ja, du musst in den Luftschacht über dir. Und diese Zwischendecke bringt dich direkt über deine Sachen. Nicht zu danken. Da komme ich nicht ran. Sekunde, ich hab dich. Versuch's jetzt. Oh. Wow. Ich hab's schon wieder geschafft. Oh yeah. Führst du gerade einen Siegestanz auf? Verdammt richtig. Okay. Werkzeugkasten vergessen. Okay, fangen wir mal hier an. Essen. Hab es. Ausrüstung. Jetzt geh zurück zum Belüftungsraum und hacke dieses verfluchte Mistding. Bingo, das ist es. Okay, Alter. Ah! Da bleibt in der Ecke gar nicht stehen. Das ist das Problem. Weiter geht's. Wir sehen die Granatpfeile lieber. Damit kann man Meinst Sachen sprengen. Ja. Hast, um dich zu retten? Ja, genau. Das. Ah, stimmt, ich kann die doch ausrüsten, das ne? War echt beschissen. Hier. Das wollte ich nur sagen. Entschuldigung akzeptiert. Kurze Sturmpfeile. Ich habe irgendwie das Gefühl, der will mich da gleich dumm anmachen. Der Bruder. Rennt panisch herum. Eine Ratte im Labyrinth. Oh. Aber das ist das Ende. Du kannst nirgendwo mehr hin. Du gehst hier. Bist wieder im Heufier zocken. Ich hoffe, das war es wert. Denn das Tageslicht siehst du nie wieder. Schießen abwarten. Oh Mist. Sag mir was Gutes, Billy. Oh. Das Ding ist zu schade. Nicht zu sterben, während ich es öffne. Beziehungsweise von den Idioten. Weg. Wow, tätig. So. Will noch jemand spielen? Ich brauch mehr Zeit. Halte sie hin. Es gibt Feuerpfeile, gibt Pfeile, Granatpfeile, Pfeile. Oh. Oh, jetzt sind sie da runter. Nein, wollte ich doch gar nicht. Eine höhere Durchschlagskraft, das ist natürlich was Feines.
Oh, ich glaube, ich benutze dann halt das Ding mal, ne? Wow. Eingesperrt. SSE 240 ist ein schönes Auto von Nissan. Ja, mal so nebenbei. Lauf weiter, so schnell du kannst. Hier gibt's gleich ein schönes Feuerwerk. Wo treffen wir uns? Ich befürchte, das war's für Billy Kid. Aber was meinst du denn damit? Ich muss die letzte Phase des Kühlsystems manuell überbrücken. Danach bleibt nicht viel Zeit. Ich hol dich raus. Warte damit, bis ich da bin. Wenn wir warten, sterben alle, die wir kennen. Wenn ich den Knopf drücke, hast du 20 Sekunden, um zu verschwinden. Ich weiß, du willst heldenhaft sein, aber jetzt bin ich dran. Gib Acht. Billy! Billy! Billy, nein! Mach keinen Scheiß, Billy. Ich hol dich da raus. Du bist doch mein Menschenfreund. Oh. Oh. Okay. Okay. Ich dachte, ich kriege ein Zeichen, wenn er startet. Na, dann muss ich jetzt aber echt schnell hier raus. Billy war übrigens der schlecht gelaunte. Ja, ja, genau. Der war ja vorhin kurz am Fenster. Die suchen nach mir. Oh, das sieht geil so aus. Viele überall. Oh. Oh, das sind echt eine Menge. Wäre ich mal da drauf gesprungen, ne? Dann hätte ich durch den Baum abhauen können. Komme ich da durch? Ja. Okay. Aufpassen. Oha, oha. Weg hier. Was ist das für eine Gegend? Also ich glaube nicht, dass wir hier schon waren. Bogen fahren. Kann man da was machen? Ja. Bin sicher. Da. Aber wo bin ich?